Hallo meine Lieben und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ja, heute habe ich einen kleinen Bastelhaul für euch. Und sehr viel ist es nicht, aber es sind Sachen, ja, was ich so brauche im Allgemeinen. Ich werde versuchen, euch so viel wie möglich auch Infos darüber zu geben, damit ihr wisst, wo man was finden kann und was für was geeignet ist. Da gibt es halt ein bisschen, ja, ein Bastelhaul mit Informationen. So, dann fangen wir an. Und zwar habe ich mir meinen Kleber gekauft. Und zwar dreimal die Flaschen. Ich muss sagen, ich liebe diesen Kleber. Und für hier in Europa ab und an gibt es ihn im großen A. Aber ich bestelle den bei MS World. Das ist ein kleiner niederländischer Shop. Und die Dame hat ihn sehr oft auf Vorrat. Manchmal muss man auch warten. So wie dieses Mal musste ich ziemlich lange auf meinen Kleber warten. Ich habe den Ende Oktober bestellt. Gestern kam er an. Also wie gesagt, es hat dieses Mal halt länger gebraucht. Aber sobald, wenn er vorrätig ist, hat man ihn in ein paar Tagen, ist der Kleber bei einem zu Hause. Und wie gesagt, ich habe mir drei Stück, so bin ich dann wieder ruhig. Das sind jetzt etwas größere Flaschen, wie diese hier, seht. Ne? Aber es ist das gleiche drin. Nur die Flaschen haben halt geändert. Ne? Also auf jeden Fall, ne? Hier habe ich ja meine Spitze. Die werde ich jetzt waschen und dann kommt die auf eine neue Flasche, denn hier ist wirklich nicht mehr ganz viel drin. Das ist, wie gesagt, mein Lieblingskleber und den bekommt man bei MS World. Wenn ich das nicht vergesse, werde ich das auch alles in die Infobox verlinken. Das wäre mal das. Und dann habe ich mir Papier gekauft und zwar für das neue Album, was jetzt auch kommen wird. Aber erst muss ich mein Haul drehen, damit ihr wisst, was ich auch gekauft habe, bevor ich die anderen Sachen machen kann. So, also, den habe ich mir, A3-Papier habe ich mir gekauft. Und zwar sind das 300 Gramm. Ich möchte, wie gesagt, dieses Mal, dass das nicht so, wie soll ich sagen, dass die Seiten nicht so weich sind, dass das einfach richtig da bleibt, wo es auch sein sollte. Mit 160er Grammatur fällt das gerne ein. Und deshalb 300 Grammatur für dieses Album. Einfach, weil es alles auf den Covern ist und ich da eben die Stärke des Papiers halt Wert drauf lege. So, ich habe davon zwei Päckchen gekauft, da sind 50 Blatt drin, aber normalerweise müsste man mit einem Paket genug haben. Das habe ich beim großen A gefunden. Ich kann euch vielleicht mal hier das einblenden, für diejenigen, die das interessiert. Dann könnt ihr euch das angucken. Und wie gesagt, ich habe es bei Amazon Prime bekommen und zwei Tage später war das Papier da, also ganz toll und auch nicht zu teuer für das dicke Paket, was es ist. Preis weiß ich jetzt nicht mehr, aber nee, weiß ich jetzt nicht mehr. Nee, fällt mir jetzt momentan nicht mehr ein. Auf jeden Fall habe ich das und zwar zweimal. Und ja, wie immer braucht man sehr viele Magnete. Magnete braucht man, ich denke, ich weiß nicht mehr genau, für wie viele es sind, aber das kommt dann im Tutorial. Ich habe ja jetzt hier, das sind meine Magnete, die ich habe und habe ich auch beim großen A diesmal. Ich blende euch das auch einmal ein, für diejenigen, die das interessiert. So. In so einem Päckchen sind 100 Stück drin und wenn ich die nicht hier kaufe, dann kaufe ich sie bei Klebeshop 24. Hängt immer vom Preis ab. Wo es am billigsten ist, wird bestellt. Dann wisst ihr Bescheid. Und bei Shop 24, viele fragen ja immer,
Die beliefern nicht nur Firmen, Privatleute genauso. Dann wisst ihr Bescheid, wenn ihr da Probleme hättet oder so. Und ja, da habe ich mir gedacht, man braucht immer so viele Magnete. Gibt es da nicht irgendwie eine Alternative, damit ich nicht so viele Magnete immer brauche? Und da bin ich auf was gestoßen, habe ich bei einer Amerikanerin gesehen und gedacht habe, oh, was für eine tolle Idee, das werde ich ausprobieren. Und da habe ich mir so Metallscheiben gekauft, sind sogar mit einem Sekundenkleber mit dabei. Den brauche ich zwar jetzt wahrscheinlich nicht, aber das sind so kleine Metallscheiben, sind 1 Millimeter dick, wie ihr seht, ne? Normale Scheiben. Und das Schöne daran, hier, ihr seht es schon, das bleibt hängen. Also ein Magnet, andere Seite eine Scheibe und man braucht halt nicht so viele Magnete. Und das ist schön flach, schön dünn, das fällt unterm Papier fast gar nicht auf. Ne? Und wie gesagt, hier, das ist schon ziemlich dick. Und auch noch so hält das. Ne? Also das ist absolut kein Problem. Wie ihr seht, das bleibt hängen. Also werde ich das mal versuchen. Eine gute Alternative. Da braucht ihr auch nur zu gucken, Metallscheiben, die wo Magnete dran haften bleiben. Ne? Das findet man überall. Wenn man googelt mal und dann findet ihr das. Wie gesagt, ich habe hier keine Referenz drauf. Und ich weiß auch nicht, wo sie ist. Mit was hatte ich das denn gekauft? Jetzt weiß ich das. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall so kleine Metallscheiben. Das findet fast auch in jedem Baumarkt. Nimmt man sich ein Magnet mit und versucht, ob das hängen bleibt. Und so habt ihr eine Alternative. Wenn ihr jetzt 50 Magnete in einem Projekt braucht, so braucht ihr nur 25 und die anderen 25 halt eine Scheibe. Wird halt viel billiger. So, Alternative, um mit Magneten zu arbeiten. So, das wäre das. Dann habe ich... Ich wollte das ausprobieren, bei Scrapbook.com bestellt. Ist eine amerikanische Firma. Und ich wollte wissen, ob das funktioniert, ob man nach Luxemburg liefern kann. Eigentlich ganz okay. Das Einzige, was kommt, ist der Zoll. Und ja, je mehr, desto höher der Zoll. Es ist halt so. Entschuldigung, aber ihr wackelt ein bisschen. Nicht meine Absicht, aber nun ja, ist eine wackelige Affäre hier. So, auf jeden Fall habe ich bestellt, war sehr schnell da. Und da habe ich mir erst einmal eine Stanze gekauft, und zwar diese hier von Hero Arts. Und ich habe da gesehen, ein Beispiel gesehen für eine Karte, die sah richtig, richtig toll aus. Und ja, die liebe Hedwig hat mich ja in ihrem Video von der Jiminy erwähnt. Und ja, ich habe die Stanzfee und ich sollte euch die noch immer vorzeigen. Und das werden wir dann im nächsten Video. Vielleicht kommt es noch heute, ich weiß es noch nicht. Auf jeden Fall, nach diesem werde ich das drehen. Und dann werden wir diese Stanze ausprobieren. Und dann könnt ihr auch sehen, wie die Stanzfee geht. Die macht auch Lärm, so wie die Jiminy. Und ihr werdet sehen, dass ich sie schon sehr viel genutzt habe, denn die Platten sehen schon dementsprechend aus. Aber das dann im Video zu der Stanzmaschine. So, auf jeden Fall habe ich diese hier gekauft. Und dann natürlich Blöcke. Es ist normalerweise nicht meine Art, prima Marketing, Blöcke in Amerika zu bestellen. Aber nun ja, was soll ich sagen? Ich habe sie hier nirgends bekommen. Und deshalb, Scrapbook.com hatte sie und da habe ich zugeschlagen. Schlimm, dass es so weit kommen muss, dass man prima Marketing hier in Europa nicht mehr fast nie bekommt, wenn man was haben möchte. Oder an einem Preis, wo man sagt, hurra, aber
Ich muss sagen, hier habe ich doch ein super tolles Geschäft gemacht. Also ich blätter ihn hier jetzt nicht komplett durch. Ihr seht hier, sonst sprengt das den Rahmen für heute. Hier seht ihr alles, was drauf ist. Ja, also wunderschönes Papier. Ah, ich kann trotzdem doch. Ja, ich zeige euch trotzdem. Ich kann jetzt nicht anders. Na, ich glaube, so geht's. Ne, so seht ihr ihn auf den Kopf. So ist besser. So, ich glaube, so habt ihr es. Ja, so ist richtig. Ja, ich habe eine andere Kameraperspektive. Ich muss mich noch daran gewöhnen, dass das... es ist mir schon gestern geschehen. Ja, habt Erbarmen mit mir. Ich bin ja noch nicht so daran gewöhnt. Also, dann habt ihr das hier. Wie gesagt, die sind immer viermal. Und dann habt ihr so kleine. Und dann habt ihr das hier. Und dann hier so ein großes. Das gefällt mir ganz gut. Sehr toll für ein Cover, finde ich. Und dann haben wir hier diesen süßen Weihnachtsmänner. Schneemänner. Ach je. Was ist denn nur los heute mit mir? Ich habe so viel Geburtstag gefeiert, glaube ich. So, und dann hier mit den kleinen Rehe drauf. So, und das wäre diese Seite gewesen. Und dann drehen wir das Ganze natürlich auch noch um. So. Und dann habt ihr hier so rosa. Und dann hier, ja, nun kann man sich ausschneiden, was man dann halt braucht. Oder man nimmt halt die andere Seite. Und dann hier haben wir die Weihnachtsmänner. So schön in rosa mal gehalten, finde ich ganz toll, so in den Pastellfarben. Und dann haben wir kleine Häuser mit einem Wagen. Und hier ein Schlitten. Und dann das hier, das gefällt mir so richtig toll mit diesen Keksen, Weihnachtskeksen, Weihnachtsplätzchen, Entschuldigung. Richtig toll, gefällt mir ganz, ganz gut. Das schreit nach Album, findet ihr nicht auch? Und dann hier so Holzoptik. So, das wäre diesen gewesen, das ist der Sugar Cookie. So, ich lasse ihn jetzt auch so liegen. Ich habe hier überall liegt was. Wird Zeit, dass ich mal räume hier. Deshalb Bastelhall, bevor die anderen Sachen kommen, dass ich Platz habe. So, das wäre Sugar Cookie. Und dann habe ich hier noch einen. Und das ist der Christmas Sparkle. Die sind alle foliert. Der hier ist foliert und dieser hier auch. Der ist auch wieder so mit Blau und Rosa. Und... ich glaube, so seht ihr am besten. Hm? Ah, schön. Sehr, sehr schön. Gefällt mir richtig gut. Ist so Vintage angehaucht. Und dann habt ihr hier die kleinen Weihnachtsbäume mit einem Engel. Und dann hier, das schreit auch wieder nach Cover. Sehr schön. Gefällt mir auch richtig, richtig gut. Und dann habt ihr hier ja wieder zum Ausschneiden. Das sind fast das wie ETC-Karten, glaube ich. Müsste die Größe sein, wenn ich mich nicht irre. Und dann habt ihr hier so wieder diese Engel mit den kleinen Weihnachtsmännern. Und dann hier wieder das Rehkitz. Sehr schön, gefällt mir auch ganz gut. Und dann hier auch, das schreit auch nach, Cover oder Hälfte und dann hoch oder so. Na, sehr schön, gefällt mir richtig gut. Und dann haben wir hier wieder die etwas kleineren. Ach, ich sehe das in Tags. Ach, wie schön. Haben wir Tags. Und dann drehen wir das Ganze um. Schauen wir uns auch noch die Rückseite an. So, dann haben wir hier gestreift. Ach, je. So,
So, jetzt geht's. Und dann hier die Nussknacker. Die sehen ja auch niedlich aus in ihrem rosa Gewand. Die Nussknacker. Ja, nicht, dass ich euch was hier unterschlage. Und dann haben wir hier die Hirsche und Rehe. Und dann hier die Weihnachtsmänner mit ihrer Liste in der Hand. Und dann hier ja ein bisschen Vintage angehaucht, ja, mit Weihnachtskugeln und so. Auch ganz toll. Und dann hier haben wir das auch. Ne, kann man sich ausschneiden. Oder für den Hintergrund, wofür man das dann halt so braucht. Ups, da habe ich einen. Ist aber der gleiche. So, hier mit Punkten. Blau mit weißen Punkten. Und dann haben wir hier ja, Schneeflocken. Und das war's für diesen hier, also der Christmas Sparkle. Und dann habe ich mir zweimal den With Love gekauft. Den fand ich ja auch so richtig, richtig toll. Und den zeige ich euch dann auch noch. So. So, ich glaube, so seht ihr alles. Sehr schön. Kann man sich wieder schön Sachen ausschneiden. Und hier sind 5 Seiten von jedem. Der ist nicht foliert. So, dann haben wir, ja, kann man sich ausschneiden, so kleine Rahmen. Und dann hier das, diese Herzchen, die finde ich ja so richtig schön. Das gefällt mir wirklich gut. Deshalb wollte ich ihn auch haben, nur wegen diesem Papier hier. Stellt euch das mal vor, ich kaufe ganzen Block wegen diesem Papier, aber sehr, sehr schön. Auf den Fotos sieht er schon schön aus, aber in Wirklichkeit ist er noch viel, viel schöner. Das kann ich euch sagen. So, und dann habt ihr hier wieder zum Ausschneiden, hier mit einem Schwan, auch sehr schön. Oder hier den kleinen Truck, sehr toll. Dann hier, das schreit förmlich wieder nach Cover. Und dann hier wieder zum Ausschneiden. Sehr schön. So, und dann drehen wir das Ganze nochmal um. So, dann haben wir ja rosa mit weißen Punkten. Etwas, was immer geht, wenn die andere Seite einem nicht so gefällt. Und dann hier ja Kuchen und Kaffee oder Tee, wie man es denn so haben möchte. Und hier so mit den Rosen. Sehr schön. Und dann hier habt ihr, ach nee, auch wiederum Rahmen. Da könnt ihr dann ein Foto draufkleben, zum Beispiel, wenn man es für ein Album braucht oder was auch immer, ein Spruch rein. Für auf eine Karte. Und dann hier kann man wieder ausschneiden. Schön hier, dies mit dem Päckchen hier. Sehr toll. Da kann ich mich, doch, da kann ich mich schon entscheiden, denn ich weiß was. Auf der anderen Seite sind die Herzchen, die mir so gut gefallen. Nun haben wir hier Blumen. Ne? So Rosen, auch ganz toll. Und dann hier den Schwan. Und da hat man so Sprüche dabei wie The Best of Friends, Always Together, Tell Me Pretty Things. Also so ganz tolle, Such a Beautiful Feeling sehe ich hier noch. Hello My Sweet Friend. Ja, so kleine Sprüchelchen hier in diesen Banner hier. Sehr schön. So, und das war's gewesen von Scrapbook.com. Wie gesagt, es hat sich gelohnt. Nun ja, man muss halt nur mit Zoll rechnen. Und das hängt dann immer davon ab, für wie viel man hat. Und hängt auch von den Ländern ab.
Ich weiß jetzt nicht, wie der Zoll in Deutschland ist, ob der das gleiche ist wie hier in Luxemburg. Deshalb gebe ich auch jetzt nichts an. Aber ja, es war okay. So. Für die Menge war es okay, sagen wir das mal so. Das habe ich bestellt. Und dann, bevor hier mir alles runterknallt, mache ich mal ein bisschen Platz. Dann habe ich mir die Stressoxide habe ich mir gegönnt. Und zwar einmal das Victorian Velvet. Ich muss mich unbedingt an diese Perspektive gewöhnen, ne? Und dann das Bundle Sage und das Tattered Rose. Werden wir auch alles testen. Und zwar zeige ich euch jetzt, warum. Denn, wie ihr wisst, hatte ich ja meinen Weihnachtsmarkt und ich habe da ja, gut verkauft. Und da habe ich mir gedacht, ich könnte mir mal eine kleine Freude machen und habe mir ein kleines Geschenk gemacht. Und zwar, ich habe es auch erst kurz aus der Kiste genommen. Und ich zeige euch mal, die bekomme ich jetzt eher hier hin. Ich habe mir die Tim Holtz große Glasplatte gekauft. Ja, die war jetzt hier drin. Ich habe sie kurz rausgenommen. Und ich kann euch sagen, die ist ordentlich schwer. So, wie ihr seht, hier ist sie. Und ja, wie gesagt, ich muss mir da richtig hier Platz machen, dass die auch richtig hier auf meinen Tisch passt und dann auch noch mit der Kamera dabei, dass das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Also hier habt ihr die Glasplatte und hier drunter, das kann man sich abnehmen. Diese Matte hier, das ist für hier drauf zu legen, wenn man keine Farben mischen möchte. Ne? Wenn man nur zum Schneiden braucht oder was auch immer. Und hier ist dann für die Farben zu mischen, ne? So eine Palette. So, ja, ich wollte die große haben. Es gibt ja auch die kleine, aber nein, ich wollte die große haben. Erstens einmal, weil sie schwarz ist und mir das Graue halt nicht so gefällt. Und einfach, weil ich Platz habe. Ne? So kann ich mit großem Papier hier ordentlich Sauerei machen, Entschuldigung, aber ihr versteht, was ich ne? Schön mischen und spritzen, ohne dass mir irgendwas anderes nass wird. Ich habe Platz und deshalb halt die große. So, das wäre mein Bastelhaul gewesen. Ich lege das mal kurz wieder beiseite, denn oh Mann, die ist ordentlich schwer. Nicht, dass sie mir kaputt geht. Und ja, das wäre mein Bastelhaul gewesen. Ich hoffe, ich konnte euch mit den paar Dingen, die ich euch gezeigt habe, ein ja, bisschen weiterhelfen. Es gibt ja immer der eine oder andere, wo noch fragt, wo hast du das hier, wo hast du dies her? Und es wird noch ein Video kommen, was man so für Alben braucht, was Basis ist von Material, von Werkzeugen. Werde ich euch alles einmal zeigen, was es so gibt, was man als Anfänger am besten haben soll und ja, was man nicht unbedingt sofort braucht, denn solche Sachen gibt es auch. Und dann kommt auch noch ein Video, wo ich die Stanzfee vorzeigen werde, damit ihr wisst, wie die auch funktioniert. Und die ist okay. Ja, also ich bin ganz zufrieden damit, aber ich werde euch zeigen, wie, wo, was und was alles dabei ist. Und dann werdet ihr sehen, dass ich sie schon sehr oft im Gebrauch hatte. Und ja, genutzt sieht sie aus und auch, wo ich mich geirrt habe. Was dann geschieht, wenn man sich irrt, ist nicht so toll. Aber nun ja, Gott sei Dank kann man sich die Sachen nachbestellen. Absolut kein Problem. Und dann würde ich sagen, passt auf euch auf euch auf, bleibt gesund. Und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!